Karl Philipp Emanuel Bach war zu Lebzeiten im deutschsprachigen Raum der bekannteste Vertreter der Musikerfamilie Bach. Der zweitälteste überlebende Sohn Johann Sebastian Bachs und seiner ersten Frau Maria Barbara wurde am 8. März in Weimar geboren. Einer seiner Taufpaten war kein geringerer als Georg Philipp Telemann. Bis zu seinem Tod am 14. Dezember 1788 in Hamburg sollte Karl Philipp Emanuel das musikalische Leben im deutschen und europäischen Raum wesentlich prägen, mitgestalten und verändern. Wenn in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vom großen Bach oder einfach nur Bach die Rede war, dann war nicht etwa Vater Johann Sebastian gemeint, sondern vielmehr Karl Philipp. Allein sein jüngster Stiefbruder Johann Christian erreichte vor allem mit seinem Opernschaffen einen vergleichbaren Bekanntheitsgrad. Welche Wertschätzung Karl Philipp bei seinen Zeitgenossen und der nachfolgenden Komponistengeneration erfuhr, unterstreicht der bekannte Ausspruch Wolfgang Amadeus Mozarts über ihn. Er ist der Vater, wir sind die Buben, wer von uns was rechts kann, hat von ihm gelernt. Doch wer war Karl Philipp Emanuel Bach überhaupt? Was wissen wir über sein Leben? Was sagt uns seine Musik? Schauen wir dafür zunächst auf die Stationen seines Lebens. Die Familie Bach zieht 1717 von Weimar nach Köthen, wo Vater Johann Sebastian eine Stelle als Hofkapellmeister antritt und Karl Philipp bald die Lateinschule besucht. 6 Jahre später, 1723, geht es weiter nach Leipzig, wo Vater Bach bis zu seinem Lebensende 1750 als Thomaskantor tätig sein wird. Natürlich besucht auch Karl Philipp die Thomasschule, bevor er 1731 an der Leipziger Universität ein Jurastudium aufnimmt und dieses in Frankfurt an der Oder fortsetzt. Seine eigentliche Berufung aber ist die Musik, die er gleichsam mit in die Wiege gelegt bekommt. Vom Vater von Anfang an in seinem musikalischen Talent gefördert, übt er sie schon in jungen Jahren als hervorragender Cembalist und Komponist und leitet in Frankfurt bereits zahlreiche öffentliche Konzerte und musikalische Feierlichkeiten. So wundert es nicht, dass er nach seinem Studium 1738 die musikalische Laufbahn einschlägt und dies in Ruppin als Cembalist in der Musikkapelle des preußischen Kronprinzen Friedrich. Nach dessen Thronbesteigung als Friedrich II. Im Jahr 1740 wird Bach als Cembalist fest in dessen Hofkapelle angestellt. Für die nächsten 28 Jahre sind die Schlösser des Preußenkönigs in Berlin und in Potsdam seine Arbeitsstätte. Hier gibt er Konzerte, komponiert zahlreiche Werke, vor allem für Tasteninstrumente, und erteilt auch Klavierunterricht. Einem seiner Schüler, Herzog Karl Eugen von Württemberg, widmet er die württembergischen Sonaten. Zusammen mit den preußischen Sonaten, gewidmet dem König, gelten diese Zyklen als die wichtigsten Zeugnisse der neuen Stilbildung auf dem Gebiet der Klaviersonate. Aber auch andere bedeutende Werke entstehen in Bachs Berliner Zeit, so etwa 3 umfangreiche Liedersammlungen, darunter die Gellertlieder, mehrere Symphonien und Konzerte sowie das prächtige Magnificat. Bach ist im musikalischen und kulturellen Leben Berlins fest verankert. Er verkehrt in den musikalischen Kreisen der Prinzessin Anna Amalia von Preußen und deren Lehrer Johann Philipp Kürnberger, aber auch im literarischen Berlin. Er macht Bekanntschaft mit Gotthold Ephraim Lessing, Karl Wilhelm Rammler und Johann Ludwig Gleim, später in Hamburg auch mit Friedrich Gottlieb Klopstock und Matthias Claudius. Mit ihnen kennt er bedeutende Vertreter der literarischen Aufklärung, der Empfindsamkeit und des Sturm und Drang, was einen maßgeblichen Einfluss auf seine Musik und seine Art des Musizierens hat. Auch in Sachen Familiengründung ist Karl Philipp aktiv. 1744 heiratet er Johanna Maria Dannemann, Tochter eines Berliner Weinhändlers. Mit ihr bekommt er 3 Kinder: Johann August, der später Jurist in Hamburg sein wird, Anna Carolina Philippina, die nach Karl Philipps Tod eine wichtige Hüterin seines musikalischen Nachlasses wird, und Johann Sebastian, der später als Johann Samuel ein bekannter Kunstmaler wird. Doch trotz privater Erfüllung wird Karl Philipp Emanuel im Laufe der Jahre beruflich immer unzufriedener. Zu unvereinbar ist der konservative Musikgeschmack des Königs mit seinen musikalischen Bestrebungen, die stets nach vorne drängen und neue Wege und Ausdrucksformen suchen. Nach fast 30 Jahren am preußischen Hof gelingt ihm schließlich der berufliche Wechsel.
1768 übernimmt er das Amt seines verstorbenen Patenonkels Georg Philipp Telemann als Kantor des Johanneum und Musikdirektor der fünf Hamburger Hauptkirchen. Hier hat er für die letzten 20 Jahre seines Lebens eine vergleichbare Position wie sein Vater in Leipzig inne, mit ähnlich hoher Arbeitsbelastung. Er ist für jährlich etwa 200 Aufführungen an den fünf Hauptkirchen verantwortlich und muss zudem für Anlässe verschiedenster Art die Musik komponieren. Darüber hinaus veranstaltet er regelmäßig öffentliche Konzerte, bei denen er oft als Solist auf dem Cembalo oder Klavichord auftritt. Andererseits bringt er Oratorien von Händel, Telemann und Haydn sowie viele eigene Kompositionen zur Aufführung. So macht er Hamburg erneut, wie schon Telemann, zu einem wichtigen Zentrum der Pflege und Förderung zeitgenössischer Musik. Weniger gut als um seine Musik ist es allerdings um seine Gesundheit bestellt. Bach ist kein Kostverächter, lässt sich sogar Leipziger Lerchen und Göttinger Mettwürste nach Hamburg schicken, weshalb er mit zunehmendem Alter immer korpulenter wird. Eine größere Beeinträchtigung und vielleicht auch Folge ungesunder und falscher Ernährung ist jedoch sein Gichtleiden, das ihn die längste Zeit seines Lebens begleitet. Bereits mit Ende 20 hielt er sich wegen Gichtbeschwerden für längere Zeit auf Kur in Bad Teplitz auf, und auch seine Handschrift wird mit den Jahren zunehmend zittriger, wie zahlreiche Notenmanuskripte zeigen. Schließlich stirbt er auch als hochgeachteter und verehrter Komponist am 14. Dezember 1788 in Hamburg im Alter von 74 Jahren an den Folgen seiner Fußgicht. Doch wer war nun Karl Philipp Emanuel Bach, der das Musikleben seiner Zeit so maßgeblich prägte? Er war ein Komponist, der abgesehen von der Oper alle anderen Gattungen mit herausragenden und mitunter ungewöhnlichen Kompositionen bediente. Einen Überblick über die Vielzahl seiner Werke gibt das bereits kurz nach seinem Tod erschienene Verzeichnis seines musikalischen Nachlasses. Er war Konzertorganisator und erfolgreicher Verleger seiner eigenen Werke. Er war Sammler einer einzigartigen Bilder- und Porträtkollektion. Zudem war er ein leidenschaftlicher Musiksammler, der der Nachwelt eine umfangreiche und bedeutende Notenbibliothek hinterließ. Ihm ist es zu verdanken, dass ein großer Teil des musikalischen Erbes von Johann Sebastian Bach und seiner Vorfahren, das sogenannte Altbachische Archiv, heute noch erhalten ist. Er besaß ein bemerkenswertes Werkverständnis, vor allem auf dem Gebiet der Kirchenmusik, indem er die Form des sogenannten Pastichos vollendete. Hier erschuf er auf unterschiedlichste Weise aus Werken verschiedener Komponisten neue Stücke, kombinierte eigene mit fremden Werken oder bearbeitete eigene Werke bei Wiederaufführungen substanziell neu. Das zeigt ein Verständnis von musikalischen Werken als veränderbare Form, die sich je nach Anlass neu zusammensetzen und gestalten lässt. Karl Philipp war einer der entscheidenden Vertreter einer Epoche, für die im Nachhinein der literarische Begriff des Sturm und Drang, des galanten oder empfindsamen Stils sowie der Vorklassik auch auf die Musik übertragen wurde. Heute ist er den meisten im Gedächtnis als Cembalist Friedrichs II. Von Preußen, wie er auf dem berühmten Gemälde Flötenkonzert in Sanssouci von Adolf Menzel dargestellt wird, auf dem er den flötespielenden Preußenkönig am Cembalo begleitet. Die intime, nur vom Kerzenschein erleuchtete Atmosphäre des Bildes, die aufmerksam auf ihren Einsatz wartenden Musiker und die andächtig in die Musik versunkenen Zuhörer machen deutlich, dass Bach und die Musik seiner Zeit bereits im 19. Jahrhundert, als das Porträt entstand, als hochgradig empfindsam wahrgenommen wurde. Für Karl Philipp spiegelt sich all dies in besonderem Maße in seiner Klaviermusik wider. Als exzellenter Tastenspieler schrieb er über 60 Cembalo-Konzerte, rund 150 Sonaten, zahlreiche Fantasien, Rondos und kleinere Stücke für Tasteninstrument. Vieles davon erschien im Druck und fand europaweite Verbreitung und Anerkennung. Hinzu kam der durchschlagende Erfolg seiner musiktheoretischen Schrift »Versuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen«. In ihr spiegelt sich Bachs Auffassung von Musik und musikalischer Interpretation überhaupt wider. In der Quintessenz geht es ihm darum, dass man beim Klavierspiel, Zitat, aus der Seele oder Empfindung die Finger gleichsam reden lassen müsse, um den Zuhörer in die Leidenschaft zu versetzen, die der Komponist zu erregen gesucht hat.
Vor allem in freien Formen wie der Fantasie oder dem Klavierstück soll sich die Musik voll und ganz aus sich selbst heraus assoziativ entwickeln dürfen und keinem festen Formschema folgen. Im Zentrum steht der Interpret, der nur durch subjektives Mitempfinden die durch die Musik vermittelten Gefühle an die Zuhörer weitergibt. Diese musikalisch ausgelebte Empfindsamkeit par excellence wussten zeitgenössische Literaten sehr zu schätzen. Christian Friedrich Daniel Schubart etwa spricht vom Orpheus Bach und Johann Friedrich Reichert schwärmt über Bachs Klavierspiel. Hätten Sie nur einmal gehört, wie Bach sein Klavier, ein Instrument, das von vielen, vielleicht mit einigem Recht, lange schon für tot und unbeseelt gehalten wurde, wie er das beseelt, wie er den Ton jeder Empfindung, jeder Leidenschaft hineinlegt, mit einem großen Wort alles zu sagen, wie er seine ganze große Seele darinnen abbildet. Und was ist aus diesem damals so hochgeschätzten und hochgepriesenen Komponisten geworden? Carl Philipp Emanuel Bach ist heute zweifellos nicht mehr so berühmt wie im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Gerade seine musikalisch ebenso anspruchsvollen Vokalwerke, darunter große Passionsmusiken, Oratorien, das Magnificat und seine zahlreichen Lieder, scheinen heute nur noch Bach-Kennern und Liebhabern ein Begriff. Das mag unter anderem daran liegen, dass der überwiegende Teil der fast nur handschriftlich überlieferten musikalischen Quellen lange Zeit als verloren galt. Aber die seit dem Zweiten Weltkrieg verschollene Musikbibliothek der Singakademie zu Berlin, die viele dieser Quellen beherbergte, konnte 1999 von Forschern in Kiew wiederentdeckt und später nach Berlin zurückgeführt werden. Spätestens seit diesem spektakulären Fund konnten die Vokalwerke Bachs umfassend wahrgenommen und gewürdigt werden und ist er zumindest in der Musikforschung voll und ganz etabliert. Sein Leben und Werk wird inzwischen grundlegend erforscht und mit großen Editionsprojekten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. So befindet sich derzeit eine Gesamtausgabe der Werke Bachs in Arbeit, bei der bereits 100 von ca. 120 geplanten Bänden erschienen sind und die als Kooperationsprojekt zwischen der Harvard University, dem Bach-Archiv Leipzig und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig bearbeitet wird. In den letzten beiden Leipziger Forschungsinstitutionen wird zudem auch an einem umfassenden Werkverzeichnis gearbeitet, das den neuesten Forschungsstand zu sämtlichen Werken und überlieferten Quellen wiedergibt. 2014 erschien bereits das mehr als 1100 Seiten umfassende Vokalwerkeverzeichnis, das nicht minder umfangreiche Vokalwerkeverzeichnis ist in Arbeit. Mit solchen Editionen wird die Auseinandersetzung mit dem Bachschen Oeuvre auf eine breite Grundlage gestellt. Die bereits in den letzten Jahren zu beobachtende, stärkere öffentliche Wahrnehmung von Leben und Werk Carl Philipp Emanuel Bachs hat im Jubiläumsjahr anlässlich seines 300. Geburtstages 2014 einen weiteren Schub erhalten. Zahlreiche Veranstaltungen, Konzerte, Musikfeste, wissenschaftliche Tagungen und Ausstellungen in Deutschland und den USA haben große öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Die Bachstädte Weimar, Leipzig, Frankfurt-Oder, Berlin, Potsdam und Hamburg haben sich in diesem Zusammenhang zu einem Städtenetzwerk zusammengeschlossen, um zahlreiche Aktivitäten zu bündeln. Ihre Ergebnisse und hilfreiche Informationen zu Bachs Biografie, seiner Musik, seiner Zeit und seinen Zeitgenossen können auf der Homepage dieses Netzwerkes nachgelesen werden. Und auch wir, Musikwissenschaftler und Mitarbeiter im Projekt Bach Digital, das ebenfalls am Bach-Archiv Leipzig angesiedelt ist, widmen uns der Vermittlung und Verbreitung von Bachs Werken. Auf der Forschungsplattform bachdigital.de können alle Interessierten sich durch sämtliche Werke und überlieferte Quellen stöbern und hochwertige, stets aktualisierte Forschungsdaten abrufen. Und nicht nur das. Unsere Nutzer haben darüber hinaus Zugriff auch auf hochauflösende Scans von fast allen überlieferten Originalquellen Bachs und seiner Kopisten und können so selber zu Quellenforschern werden oder als Musiker direkt aus dem Original musizieren. Auch für Johann Sebastian Bach und viele andere Komponisten dieser Musikerfamilie ist Bach Digital die Forschungsplattform schlechthin und wird von zahlreichen Wissenschaftlern, Musikern und Bach-Interessierten weltweit genutzt.
Wer sich also heutzutage über Carl Philipp Emanuel Bach und seine Musik informieren will, kann auf umfassende Informationen im Netz sowie auf Gesamtausgaben und Werkverzeichnisse zurückgreifen. Sie liefern die Grundlage dafür, dass Bach in der musikalischen Öffentlichkeit die ihm gebührende Aufmerksamkeit und Würdigung zuteil wird und er als musikgeschichtlich höchst bedeutsame Persönlichkeit anzusehen ist, die nicht in erster Linie über seinen Vater definiert wird.